angegriffen. Ah, da haben wir uns gegenseitig ausgeschaltet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex und wir spielen heute mal Battlefield 2042. Das ist was komplett Neues auf diesem Kanal, aber ich möchte einfach mal wieder Battlefield 2042 spielen, da jetzt gerade vor allem Season 4 rauskam. Wir haben eine neue Spezialistin und dazu haben wir, glaube ich, vier neue Waffen, die ihr hier gerade eingeblendet seht. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach direkt rein in Battlefield 2042. Ich bin Level 48, ich habe nicht wirklich viel Battlefield 2042 gespielt, aber ich bin wirklich sehr positiv überrascht, hoffentlich mit großer Erwartung gehe ich jetzt in dieses Spiel rein und viel Spaß mit dem Gameplay. Wir spielen heute mit der Sniper. Ich spiele immer Sniper. Ja, gucken wir mal, was wir hier so aufgebaut bekommen. Falls es mit der Sniper nicht läuft, werden wir auf jeden Fall ein Sturmgewehr spielen. Aber das war ja hier schon mal ein cleaner, netter Headshot, den wir direkt am Anfang haben. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier erreichen können. Pistole rüsten wir natürlich auch nochmal aus. Machen wir nochmal den Scope und das erweiterte Magazin drauf. Und dann gucken wir jetzt. Da haben wir ihn. Ich sehe hier die ganze Zeit doch ein Blitzen durch. Ah, da hat er mich leider noch bekommen. Ah, klasse. Sehr lieb von ihm. Dankeschön. Das erste Mal, dass ich wirklich hier im Battlefield wiederbelebt worden bin. In Battlefield 2042 zumindest. Da haben wir direkt wieder einen nächsten Gegner. Da soll auch noch einer irgendwo sein. Dann können wir uns hier mal den sechsfach zoomen. Na, Bruder, du bist da leider in so einer Kack-Position. Müssen wir hier, glaube ich, gefühlt wirklich viel hin und her headglitchen. Leider müssen wir auf B1. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da haben wir doch den Typen geholt. Da haben wir den nächsten geholt. Onside sind sehr viele. Sniper macht einfach mega Spaß. Ich liebe Snipen. Oh. Zu schnell geflickt. Da konnte ich den Heli auch noch mal schnell verteilen. Ah! Meine Granate hat aber auch noch einen gekillt. Let's go. Okay, Audiobug. Ich muss sagen, von der Performance her haben sie Battlefield tausendmal besser hinbekommen. Die Performance war zu Season 3 Anfang des Jahres wirklich grottenschlecht. Ich hatte absolut keinen Spaß am Battlefield. Jetzt macht es wenigstens mal wieder wirklich Spaß, hier Battlefield zu spielen. Die Performance ist tausendmal besser geworden. Ich habe jetzt wenigstens mehr als 60 Frames. Ja, ich spiele nur auf Voll-HD, möchte ich sagen, mit einer 3070 Ti. Mit einer 3070 Ti, mit einer Ryzen 7 3700 oder 3800X, da bin ich mir immer so unsicher, welches X ich denn genau habe. Ich glaube, ich habe den 3700X. Spiele noch nicht mal auf meine Settings auf Ultra und sowas und habe noch nicht mal mehr als 60 Frames gehabt zu diesem Zeitpunkt. Das war natürlich grottenschlecht. Jetzt ist es natürlich tausendmal besser und auch, muss ich sagen, die Audio ist wirklich sehr angenehm geworden. Selbst wenn es immer noch laut ist, selbst wenn die Audio natürlich sehr laut ist, ich kann es im Endeffekt nachher im Videoschnitt tausendmal besser machen und ich kriege es auch ein bisschen leichter hier zum Schneiden. Wie findet ihr Battlefield? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Findet ihr, Season 4 ist doch die Hoffnung in Battlefield? Ich finde auf jeden Fall, die Hoffnung ist jetzt da in Battlefield. Vorher habe ich ein bisschen Hoffnung und mal verloren in Battlefield, muss ich wirklich sagen. Ich hatte wirklich gar keinen Spaß mehr zu diesem Spiel zu spielen. Es war zu viele Bugs. Serverprobleme etc. pp. Da muss ich wirklich viel ändern und jetzt muss ich das alles nicht mehr machen, Gott sei Dank. Ich bin wirklich sehr happy mit Battlefield 2042 in der nächsten Season. Das macht wirklich sehr Spaß. Jetzt kann man auch mal mit diesem Spiel hier was anfangen. Ist natürlich viel hin und her. Schnelles Gameplay, aber ich mag ja generell schnelle Gameplays.
Deswegen war ich auch so enttäuscht von Battlefield 2042. Es hat zum Schluss gar keinen Spaß mehr gemacht. Wirklich gar keinen Spaß gemacht. Und jetzt macht es ja wenigstens wieder einigermaßen Spaß. Um jeden Preis. So, neue Runde, neues Glück. Sturmsoldat. Da haben wir einen. Bisschen auf Distanz gibt's da. Tun wir nicht. Schnell auf D1. Da oben hatten wir nochmal einen. Der Spray Control in diesem Spiel ist sehr einfach. Das wussten wir ja schon alle, und dass das Spray Control in Battlefield nicht wirklich schwierig ist. Natürlich, manche Waffen sind einfacher als andere. Ja. So jetzt. Schneller schießen können. Ganz wichtig. Ja. Ah, da haben sie mich doch gesehen, schade. So, kurz Revue passieren, das war's mit Battlefield 2042. Ich muss sagen, Season 4 macht mir tausendmal mehr Spaß als Season 3, 2 und 1 zusammen. In Season 4 ist die Performance wieder sehr, sehr gut. Das macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Ich habe lange keine Shooter mehr gespielt, deswegen war das Aim auch ein bisschen hin und her. Aber falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Es wird auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr Battlefield kommen. Haut rein.